Ich habe heute ein Roadmovie gemacht, das euch die Fahrt von San Agustin nach Cueva Grande zeigt. In den Hügeln bei Cueva Grande gibt es alte Feldterrassen mit Obstbäumen, die seit Jahren von niemandem mehr gepflegt und abgeerntet werden. Und zu diesen Terrassen könnt ihr mich heute begleiten. Ich habe das kurze Stück Autobahn verlassen und fahre an der Bar San Nicolas vorbei. Dort sind wir schon öfters nach einer Wanderung eingekehrt. Als nächstes beginnt der Aufstieg zum Aussichtspunkt Las Yeguas. Ab dort geht es recht kurvig und teilweise unübersichtlich abwärts, bis ich an Artenara vorbeifahre. Auf dem weiteren Weg kommen auf der linken Seite zwei Kamelfarmen. Die Fahrt bis Fataga dauert etwa 20 Minuten. Fataga lebt von durchfahrenden Touristen, die hier einen Stopp einlegen und in den Bars oder Restaurants etwas konsumieren. Hinter der Molina de Agua geht es in vielen Kehren nach San Bartolomé hoch. Ich umfahre aber den Ort. Die Berge auf der linken Seite gehören schon zum Nationalpark Pilancones. Das Reservat ist mit Wanderwegen und schmalen Pfaden gut erschlossen. Nachdem ich durch das Felsentor am Cruz Grande gefahren bin, sieht man schon das nächste Reservat von Pajonales. Die Straße führt nun durch La Plata und anschließend kommt die Bar La Candelia. Bis Ayacata habe ich es nicht mehr weit und im Grillrestaurant ist schon eine Cabrio Safari eingetroffen. Im Ort bin ich dann rechts abgebogen und fahre nach La Goleta hoch.
Dort beginnt der Wanderweg zum Roque Nublo, dem Wahrzeichen von Gran Canaria. Überraschenderweise ist heute noch nicht viel los. An manchen Tagen herrscht hier durch parkende Autos ein Chaos. Links und rechts der Straße liegt nun der Grillplatz Llanos de la Pez, der von Canarios Sommer wie Winter immer gut besucht wird. Nach dem Restaurant El Cumbre kommt die Straßenkreuzung Cruz Llanos, wo ich abwärts Richtung San Mateo fahre. Vor Cueva Grande habe ich mein Auto abgestellt und bin zu Fuß weitergelaufen. Ende August ist hier natürlich alles gelb und sehr, sehr trocken. Der Pfad führt mich zu den verlassenen Felsterrassen, auf der die Pflaumenbäume stehen und die Früchte hoffentlich schon reif sind. Hier standen auch viele Esskastanien, die aber durch ein Feuer vor ein paar Jahren vernichtet wurden. Noch ein paar Meter und ich muss querfeldein über einen steilen Hang hochsteigen. Ich stehe jetzt auf dem Feld mit den Obstbäumen. Die darunterliegende Terrasse ist mittlerweile total zugewuchert. Jetzt heißt es Tüten raus und pflücken. Danach ging es mit vollem Rucksack zurück zum Auto.
Heim nehme ich die Strecke über Las Palmas, davor bog ich bei Camaretas rechts ab und fahre auf einer Nebenstraße Richtung San Mateo. Im Tal stehen viele Obstbäume und auf den Hängen wird Wein angebaut. Rechts ein Feld mit Rebstöcken. Nun bin ich bereits auf der GC15 Richtung San Mateo. Nach unzähligen Kurven kommt nun Santa Brigida, auch ein Ausgangspunkt für viele schöne Wanderstrecken. In Talfira beginnt die Autobahn und ich denke, in einer halben, dreiviertelten Stunde werde ich zu Hause sein. Weiter vorne vereinigen sich zwei Autobahnen und die Straße verbreitert sich auf 5 Fahrspuren pro Richtung. Rechts das Einkaufszentrum Mirador, auf der linken Seite kommt La Terrazza. Hier verlasse ich die Autobahn. Wenig später die letzte Kurve und vor mir liegt San Agustin, der erste Ort im touristischen Süden und mein Ausgangspunkt am Morgen.